Stefan, was ist denn dein Motto? Veni, Vidi, Violini, ich kam, sah und vergeigte. Oder was? Andi, wie stinkst du denn heute wieder? Hast du im Netto wieder neben Pfandautomat gesessen und die Reste gesoffen? Oder was? Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat auf dem Platz bei uns Kopfhörer gefunden mit den Initialen L.R. Und der Besitzer kann sich gerne melden. Bundesliga ist gestartet. In einem Meisterschaftskampf ist jetzt schon wieder so viel Spannung drin wie in einem Verlängerungskabel. Diese Sprüche, ja, die Mannschaft muss ich erst noch finden. Ein Spiel im Training verstecken. Ja, das ist wie beim SC Freiburg, da muss der Streich auch mal durchwischen, also in der Abwehr. Gerade im Tor, ne, da hat er noch Flecken. Also wie kann der, als Bundesliga-Torwart, ganz ehrlich, klares Ding, im nächsten Training wäre ich der Trainer. Der Flecken spendiert eine Runde Flutschfinger. Ja, bei uns um die Ecke haben wir einen Schiedsrichter, Hans-Peter Kowalski. Kohle ohne Ende, Multimillionär. Schiedsrichter- und Trainerexkursion wieder nach Recklinghausen ins Diamonds. Ja, weil wir halt gerne feiern und auf den Tischen tanzen. Table Dance Bar. Da kommt die Bedienung rum, will die erste Runde Pilzken abrechnen. Da stellt sich der Hans-Peter, Multimillionär, schlafend. Ich so, sag mal, der Hans-Peter, erstes Spiel bei uns am Pfeifen. Ich so, Hans-Peter! Lässt du heute großzügig laufen? Oder pennst du gleich wieder ein? Wie damals im Diamonds. 10 Spiele Sperre hatte ich wegen der blöden Memme. Stefan, du bist wie so eine Wolke. Verziehst du dich, wird der Tag hier schöner. Psst, Männer, demnächst machen wir hier mal chinesische Harmonielehre. Dann bring ich mal die Stöckelschuhe von meiner Ollen mit und werf die euch entgegen. Dann gibt's hier ein klassisches Fang Shui. Kevin! Boah, der ist so hohl. Ich so letztens zum Kevin. Kevin! Du musst sein wie so ein Hai. Da sagt er, ja, Trainer, der Hai, der schwimmt schneller als ich. Ich kann aber schneller laufen als der Hai. Trete ich also gegen den Hai im Triathlon an, dann entscheidet sich alles auf dem Fahrrad. Ja, und Julian Nagelsmann ist jetzt schon genervt, ne, von Reporterfragen, keine Ahnung, Mensch, Julian. Dann bleib doch mal so ruhig wie ich. Ja, sicher. Hier, ich mache jetzt hier zur Beruhigung, das kann ich empfehlen. Papier-Origami, ne? Das sind so Falltechniken, wo man einfach schaut, dass, wenn man... Scheiße da! Das wütende Kaninchen. Das haben der VfL Wolfsburg und die aktuelle NASA-Rakete gemeinsam, beide noch nicht gestartet. Selbst wenn der Kovac der NASA gesagt hätte, hier, wenn ihr hochfliegt, macht mal ein paar Bilder von oben, selbst dann hätte sie kein System erkannt. Der TÜV hat schon in Wolfsburg angerufen. Die Mannschaft hat einen Schaden. Bei VW überlegen sie schon, auf die Autos so andere Reifen aufzuziehen. Ne? Statt Good Year, Bad Season. So. Fertig. Andi! Was guckt er denn so? Dem ist modern. Ja, was? Das hat der Nagelsmann am Wochenende auch angehabt. Das ist halt mehr Week als Fashion, aber ist mir doch scheißegal. Richtig gut, ey. Ja, ist so, ey. Ich soll heute Abend auf die Bayernbank. Männer, was haben die Titanic und wir gemeinsam? Beim Untergang habt ihr auch alle Lichter an. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war letztens bei Ikea, fragt so an der Kasse. Sag mal, passt das Regal in mein Auto? Und der Kassierer, was haben sie für ein Auto? Der Kevin, grünes. Der Kassierer, nee, dann nicht. Die Stadt Nürnberg hat jetzt entschieden, das Flutlicht wird ausgestellt ab 21 Uhr. Heißt, keine Samstagabendspiele mehr für den 1. FC Nürnberg. Naja. Müssen die Spieler halt ins Stripclub. Ja, da gibt's genug Scheinwerfer. Xabi Alonso in der Bundesliga. Deshalb hab ich da auch noch keinen Trainerjob bekommen. Ja, sicher. Das hält ja keiner aus. So zwei testosterongeladene Alpha-Tiere auf dem Platz. Da kannst du ja jedes Spiel 10 Minuten später anpfeifen. Wenn du erstmal die BHs vom Feld kratzen musst. Ja, Xabi und ich. Wir sind Brüder im Geiste. Und wir können beide gut damit leben, dass wir nur auf unser Äußeres beschränkt werden. Ja, und bei uns in der Mannschaft hat der Christian gegründet ein Startup. Der sammelt jetzt nach dem Spiel immer Leergut. Nennt sich dann die Pfandfinder. Durch und durch Unternehmer, ne? Der hat jetzt auf den Markt gebracht so zwei Staubsaugerroboter. Den einen nennt er Pepper Putz und den anderen Kerminator. Der Christian letztens angerufen. Ne? Trainer, ich bin zu spät, wo seid ihr? Ich so hinten, Spielplatz, Sandkasten. Ist der Christian nach Österreich gefahren? Sandkasten.
Hermann, zieh bitte den Retro-Trainingsanzug aus. Die Leute fragen schon, der Heißluftballon kann sprechen. Wann steigt er denn endlich auf? Da hilft auch kein Reis, auch Nudeln und Kartoffeln auf Schalke. Das ist, hat ein Vampir keine Zähne mehr. Steigt er halt auf Tomatensuppe um. Und so weit sind sie auf Schalke schon. Hier mein Tipp für alle Erzieher in den Kitas. Habt ihr ein Kind, das Schalke-Fan ist? Stellt er dem Laternenumzug bitte nicht nach ganz hinten und sagt, so, du bist ein Schlusslicht. Patrick! Denkst du bitte dran? Beim Trinken werden nur die anderen schön! Ja, die Fußball-WM in Katar ist endlich gestartet. Und die macht direkt Lust auf weniger. Hier beim ersten Spiel Katar gegen Ecuador, da sind die Zuschauer nach 25 Minuten schon gegangen. Da haben die Katar-Ultras gleich mal ein richtiges Zeichen gesetzt, ne? Keine Stimmung, Zuschauer, die das Spiel nicht verstehen und früher nach Hause gehen. Oder wie die Bayern-Spieler sagen würden, normales Heimspiel. Unter dem Gag werden die Bayern-Fans garantiert kommentieren. Gehe, Uwe. Scheich dich. Jetzt aber der wahre Grund, warum die Zuschauer nach 25 Minuten im ersten Spiel das Stadion verlassen haben. Wegen dem Spieler bei Katar mit der Nummer 11. Der heißt Afif. Und der Stadionsprecher hat den in der 25. Minute nochmal durchgesagt. Ein bisschen genuschelt. Afif. So. Und dann sind halt alle gegangen. Auch geil, diese Euphorie jetzt, ne? Zwei Spiele und von 6 Punkten haben sie geholt. Ein. Kann der Flick ja jetzt nach dem Spiel statt die Spielerfrauen die Mathelehrer einladen von den Jungs. Ja, sicher. Statt Stellungsspiel Rechenspiel. Dabei ist es so einfach. Fußball ist wie ein Klavier. Du brauchst 8, die reintragen und 3, die spielen können. Die Deutschen suchen aber gerade noch die Tragegurke. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat sich letztens ein Netz Mandarinen gekauft. Und glaub bis heute, da waren nur weibliche Mandarinen drin, weil die waren alle grundlos sauer. Jetzt ist der Messi endlich Weltmeister, ne? RTL 2 plant schon eine Doku. Das Messi-Team. Start in ein neues Leben. So ein Finale hat die WM eigentlich gar nicht verdient. Ich habe geguckt hier bei uns im argentinischen Steakhouse, ne? Kam der Koch zu mir und hat gesagt, ich habe schon Steak gebrutzelt, da hat Maradona noch gespielt. Und ich so, ja, und warum servierst du die jetzt erst? Argentinien, ey. Das Land der Tore und Steaks. Da holen sich die Vegetarier die Koteletts beim Gärtner. Hey, Schiri, iss mal eine Karotte, ist gut für die Augen. Ach, lieber ein Bauch vom Saufen als ein Buckel vom Arbeiten. Ne? Meine Tipps für einen flachen Bauch. Ne, muss flache Sachen essen. Also mal Toblerone und Calzone vermeiden. Ne? Dann hat sie mir gesagt, komm Uwe, mach's wie der Baumgart in Bayern. Aber er ist ein bisschen unentschieden. Männer! Ne? Aber das Gute ist, das haben der Baumgart und ich gemeinsam. Ne? Wenn wir den Bauch einziehen, dann sind wir nicht schlanker, aber wir können die Zahlen auf der Waage lesen. Kevin! Boah, der ist so hohl. Er letztens zu seiner Freundin. Ach, Schatz. Und sie so, Kevin, was säufst du denn so? Und der Kevin, ja, am liebsten Pilz. Ja, und das Berliner Berghain hat doch keinen Superstar mehr. No Isco in the Disco. Union wollte halt wegen dem Isco nicht in Dispo. Die Eisernen bleiben halt hart. Isco, no go, klingelingeling. Und nächste Woche ist endlich wieder Champions League. Die Bayern müssen am Tag der Liebe in die Stadt der Liebe. Nee, nicht nach Bangkok. Hier nach Paris. Büttenreden ist nicht so meins, aber die Gladbacher Fans haben ihrem Verein schon eine eigene geschrieben. Da weißt du Bescheid. Jede Krise endet meist, wenn der Gegner Gladbach heißt. Ob Bonhof, Meier, Firkus, jeder schweigt zu diesem Zirkus. Jeder bleibt in seiner Blase. In Borussias Wohlfühloase. Patrick, was machst du denn Einwurf, ohne dass jemand da ist? Bist du bei DHL oder was? Stefan, sag mal, wie beweglich bist du eigentlich? Machst du beim Turnen eine Kerze? Sieht's aus wie ein Teelicht. Hermann, hast du Schmetterlinge im Bauch? Ja? Du frisst aber auch echt alles. Ja, bei den Bayern sind jetzt auch ganz neue Frühlingsgefühle am Start. In the house is the Körner-Papagei.
Thomas Tuchel, Professor Doktor Fußball. Dem sein Vater ist Ralf Rangnick. Wo beim Rangnick ist nur noch Konzept und System ohne Erfolg. Wenn du nur noch Ramadan und Fasten abwechselnd machst, dann siehst du irgendwann aus, die der. Beim Tuchel sagt doch selbst Karl Lauterbach, Junge, iss doch mal wieder was. Statt Weißwurst ist jetzt angesagt Molekularküche. Ich bewerbe mich jetzt beim FC Bayern als Koch. Da hast du unter Tuchel den geilsten Job. Ganzen Tag frei und nach dem Training gibt's einem Sané und einem Müller einfach einen Apfel. Feierabend. Ja, und das dickste Ei? Sag mal. Oh, haben die Bayern sich schön selbst zu Ostern ins Nest gelegt, ne? Aus den heiligen Worten von Olli Kahn. Wir brauchen Eier, Eier, Eier. Wird jetzt? Wir brauchen Eier, Eier. Gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal auszuscheiden. Vorher aber den BVB so richtig doll wegzuhauen, ne? Ist ungefähr so, wie wenn du sagst, Ostern hat eine geschlossene Kausalkette von Auferstehung Jesus und wir suchen bunte Eier im Garten. Das T für Tuchel steht für Triple. Also Stand. Der DFB-Pokal ist einfach auch nicht das Niveau von Bayern München. Das muss man ganz klar mal sagen. Und das Wort Streichliste bekommt eine ganz neue Bedeutung. Bei den Bayern wird ein Titel gestrichen und auf der Liste vom Streich kommt hoffentlich einer dazu. Ja, der Hermann hat uns dieses Jahr wieder zum Osterbrunch eingeladen. Das hat Tradition. Das ist letztes Jahr komplett eskaliert. Der hatte in der Garage 36 Kisten Pilz. Und drüber hing ein Banner, wir feiern die Auferstehung von Jesus Christus. In diesem Sinne, frohe Ostern. In Gedenken an die Abwehr des FC Bayern München erzünde ich jetzt was? Das letzte D-Licht. Oh, war kein. 0-3 gegen Man City, sagt der Tuchel. Er sieht das Ergebnis nicht. Nee, Thomas. Ich riech das Ergebnis auch nur, weil mein Bauchgefühl hat mich gerade verlassen. Der Tuchel, ich sehe das Ergebnis nicht. Ja, da musst du mal die Augen aufmachen. Mensch, man sieht das doch. Aus dem Upamecano wird ein Opamecano. Der Sané ballert achtmal aufs Tor, Musiala eine Halbchance und alle Experten sagen, Mensch, was war der gut. Und der Müller, was machst du mit dem? Bist du doch Co-Trainer oder was? Kevin! Boah, der ist so hohl. Steht er letztens an der Kasse mit einer Avocado und fragt die Kassiererin, hör mal, wann ist denn da endlich wieder mal ein anderes Spielzeug drin? Der Holzball wird langsam langweilig. Die Bayern leiden dank Brazzo und Kahn am Briefkastensyndrom. Der Schlüssel zum Erfolg bei den Bayern liegt gerade an der Säbener Straße im Briefkasten. Der Tuchel und die Mannschaft suchen gerade den Briefkastenschlüssel, finden den aber nicht. Rufen beim Kahn und beim Brazzo an und sagen, hör mal, wo ist denn der Briefkastenschlüssel? Sagt der Brazzo, keine Ahnung, ich finde den nicht. Ich schicke euch aber einen neuen Briefkastenschlüssel. Und der liegt jetzt wieder im Briefkasten. Stefan, wärst du ein Organ, ne? Dann auf jeden Fall ein Blinddarm. Du bist auch kurz vor dem Durchbruch. Ja, und bei der Eintracht, da dreht der Glasner am Ende nochmal richtig frei. Ich wusste gar nicht, dass der Olli so... Gibt dir dem Journalisten da. Der Hasebe ist 39 Jahre alt, 43 Pflichtspiele. Der hat Blut im Urin, aber der spielt trotzdem noch. 43 Pflichtspiele in der Kreisliga? Das wäre überhaupt nicht möglich. Da hätten wir am Ende alles noch ein bisschen Blut im Alkohol. Sag mal, was war da denn los beim Saisonfinale? Das war ja gut, aber alles beim Alten. Bayern München deutscher Meister. Und gleichzeitig ging die Bewerbung raus, nachhaltigstes Unternehmen 2023. Ne? Mit folgenden Fakten. 17.15 Uhr Gewinn der deutschen Meisterschaft. 17.16 Uhr Entlassung von Kahn und Brazzo. Da sagt jedes DAX-Unternehmen aus Amerika, wow, Hut ab. Und Dominas rund um München werden bald arbeitslos. Weil mehr Erniedrigung geht ja gar nicht. Ja, und beim BVB versucht man das Titeltrauma irgendwie zu bekämpfen. Von Minute 1 dieser Meisterschaftskonferenz an habe ich gedacht, was haben die Dortmunder Spieler vor dem Spiel da gegessen? Zwiebelkuchen und Federweißen? So viel Schiss, wie die in der Buchse hatten? Das Ding musste erstmal verkacken. Die einzigen, ne, die eine Schüssel in der Hand hatten, waren die Fans, weil die nur im Strahl am Kotzen waren. Aber der Umbruch,
in Dortmund ist schon geplant. Da wurde auf jeden Fall schon mal mit ein paar Spielern verlängert, wo du genau weißt, willst du mit denen was gewinnen? Gehst am besten in eine Großraumdisco und sagst, hier, geh mal zum DJ und wünsch dir einen Titel. Andi, pst, reibst du deinen Körper mit Sonnenmilch ein, ne? Stellt er auch jede Funktion ein, weil er denkt, es ist die letzte Salbung. Die Saison ist zu Ende. Never ending story. HSV. Im Fanshop beim HSV gibt es jetzt so eine Sonnenbrille nur mit Gläsern. Ist irgendwie der Rest vom Verein, ne? Fassungslos.